Servus allerseits und willkommen zu Tag 7. Ja, heute ist Sonntag und das hier ist der letzte Vlog aus Monaco, denn morgen ist einfach nur ein reiner Abreisetag und das Zimmer seht ihr dann auch nicht mehr. Ja, gestern meinte ich ja noch, heute wird's ruhiger, heute ist nicht so viel los. Was ich aber vergessen habe, ist, heute findet Casen Café Monaco statt. Und zwar jetzt gleich, also muss ich mich beeilen und ja, ihr seht dann, heute wird es auch wieder einiges geben. Die Frage ist, sehen wir nur die Autos, die ohnehin diese Woche fuhren, oder werden vielleicht ein paar Besitzer das ein oder andere Hypercar zum Miet bringen, welches wir noch nicht gesehen haben? Also wir werden es herausfinden und bis später. Ciao! So, M4 GTS ist am Start, 812 Superfast. Buongiorno. We are in France. Der neue NSX, mega geil, einen zu sehen, weil die sind ja super, super selten, weil sie leider fast keiner kauft. Wir haben den ersten Königsegg dieser Woche gefunden, aber ganz ehrlich, da unten sind viel zu viele Leute, auch wenn es ein One-to-One ist. Nichtsdestotrotz natürlich ein geiles Auto, aber das hier, ist auf jeden Fall too much. Also falls die Leute da irgendwann später weniger sein sollten, dann mache ich vielleicht noch ein Foto, aber ansonsten ist mir das jetzt ehrlich gesagt zu viel. So, ich bin dann doch runtergegangen, sonst heißt es noch, ja, ich hätte gern mehr Aufnahmen vom Königsegg gesehen oder so. Und es ist auch ein geiles Auto, also rein optisch. Ansonsten machen die Dinge ja recht Probleme, die ganzen Königsegg. Das sind die ganzen Zonders um einiges stabiler. Nichtsdestotrotz, natürlich ist es cool, einen zu sehen, aber ich habe ein bisschen gewartet, damit es ein bisschen weniger Leute werden, weil das war schon sehr anstrengend und auch hier jetzt noch, also da stehen ja noch immer 50 Leute unten. Aber ja, Königsegg haben wir auch gesehen. So, und jetzt geht's zurück zum Casino, zu Casen Café. Das war jetzt einfach ein Hotelgast, also das hatte nichts mit dem Event zu tun. Und ja, als wir vorhin ja noch da waren bei Casen Café, die Autos sind jetzt nicht so besonders. Vielleicht ist jetzt in der Zwischenzeit, in der halben Stunde, das ein oder andere coole Auto gekommen. Vielleicht sogar ein Hypercar, mal sehen. Und ja. So, der Hof ist jetzt gut gefüllt mit Autos. Mal sehen, was da so steht. Also die haben wir alle gesehen schon, den LC500, den McLaren, die Corvette. Hier haben wir einen Alpine, recht selten. Von dem gibt es jetzt nach, was weiß ich, 40 Jahren oder so die Neuauflage, den Alpine A110. Ja, da haben wir einen GTS, M4. Ich persönlich finde den M3 GTS etwas geiler. Ein 12C, 27S finde ich persönlich mega geil, aber der Vater von dem Kumpel hat sich eingekauft, nur Probleme, die Dinger, Turbos machen Probleme und Notlaufprogramm, wie jeder McLaren, also die kriegen das einfach nicht in den Griff. 12C, 650S, 27S, 570S, alle machen Probleme.
Nicht bei jedem natürlich, aber ich sag's mal so, wenn man in England wohnt, hat man es einfacher. Wenn die Dinger von dort sind, kennen sich die Leute auch aus. Bei uns zum Beispiel in Österreich gibt es ja nicht einmal einen McLaren Service, also naja. Das hier ist super selten. Habe ich lustigerweise zweimal am gleichen Tag in Wien gesehen, aber eigentlich ist das mega, mega selten. Und zwar ist das ein, ich glaube 575 Super Amerika. Ich glaub, weiß nicht, ob 550 oder 575. Auf jeden Fall mega selten, die Dinger. Hier ein weiterer Huracan Performante. Das ist nicht der Babyblaue, sondern ein anderer Blauer. Aber ja, ich persönlich bin ja verliebt in die Dinger. Und auf jeden Fall immer mit dem Italienstreifen. Also ich persönlich würd den auf jeden Fall immer zu fast jeder Farbe dazu nehmen. Ich finde, das macht den Wagen aus. Hier dann wieder der neue NSX. Optisch ja zusammen mit dem Lexus LC500. Zwei unglaublich geile Japaner, die in den letzten Jahren erschienen sind. Klar, ein bisschen Sound fehlt ihm, also da muss man arbeiten mit Downpipes und anderer Auspuffanlage. Aber rein optisch und fahrerisch soll das ja unglaublich geil sein. Also optisch auf jeden Fall ist es das. Boah, also NSX ist schon was Geiles. Ist halt leider unglaublich teuer. Ich persönlich hoffe ja, dass sie eine Art Honda NSX Type R machen, ohne den Hybrid, also einfach nur den Saugermotor, der hatte eh schon 507 PS, auf die 73 weiteren kann man verzichten. Dafür hat er weniger Gewicht, vielleicht sogar noch den Allrad weglassen, bisschen billiger und schon ist es das perfekte Auto und der geht weg wie warme Semmel. Aber Honda hat da leider nicht dran gedacht. Vielleicht machen die das noch. Und ja, der Rest ist dann jetzt nicht mehr so besonders. Also hier zum Beispiel DeLorean, viele finden das geil und freuen sich dann immer, wenn sie einen sehen. Ganz ehrlich, gefühlt ist auf jedem österreichischen Event mindestens 1 bis 2 DeLoreans dabei. Und ja, zumindest als Österreicher, der auf vielen Events ist, kann man die Dinger eigentlich gar nicht mehr sehen. Ansonsten war es das eigentlich schon. Ja, da ist jetzt nicht mehr viel dazugekommen. Das sind alles, ich habe mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, dafür, dass das Kasenkaffee in Monaco ist. Hätte man ruhig richtig kranke Sachen bringen können. Die Dinger gibt es ja in Monaco. Aber ja, so kann man sagen, Kasenkaffee Italy ist auf jeden Fall nach wie vor mitunter das Beste. Das war ja letzte Woche und ist zwar ganz nett, Pause zu sehen, aber die bisherige Woche übertrifft das nicht. Ansonsten ein paar Dinge, die ich vielleicht beim ersten Mal nicht erwähnt habe. Also hier ist zum Beispiel noch ein RS2. Den Porsche 550 Spyder hier habt ihr zwar gesehen, aber ich finde ihn einfach so unglaublich geil. Also von vorne, ich bin ja echt kein riesiger Oldtimer-Fan. Und bei mir starten die coolen Autos meistens erst ab den 80ern, aber das hier, boah, den würde ich so gern fahren. Das ist für mich einfach das Auto für Monaco. Also wenn die Sonne scheint, mit dem Auto rumfahren, ich brauch da keinen Sportwagen, also kein Hypercar oder Supersportwagen. Mit dem einfach rumzucruisen, das ist schon genug für mich. So, ein paar Autos kommen dann dennoch. Zum Beispiel der F40 vom Raul, von RM Motorsport. Der war ja schon einige Male unterwegs und auch geparkt die Tage, aber an einem F40 kann man sich ja wirklich nie satt sehen, von daher bin ich froh, dass der heute auch da ist. Leute, was sagt ihr eigentlich zu diesem Ding? Also LC500 finde ich persönlich ja mega geil und speziell diese Farbe, da habe ich ein YouTube-Video gesehen, also ihr könnt einfach mal in YouTube eingeben Lexus LC500 Blue und dann auf das Video, das offiziell von Lexus ist, also die erklären da, wie lange die an der Farbe gearbeitet haben und warum die so besonders ist. Und ich finde auch wirklich, also die sieht ja mega geil aus. Ist ein etwas anderes Blau als das Blau vom RCF und vom ISF. Das ist einfach eine wunderschöne, stimmige Farbe. Also ich finde ja Lexus LC500 in Gelb geil, aber das hat was. Also ich finde ja generell Gelb immer auf Autos geil, aber das ist so ein richtig schönes Blau. Vor allem, wenn die Sonne drauf scheint. Ja, ansonsten habt ihr die Autos eh gesehen, also nach dem F40 ist dann auch wirklich nichts mehr gekommen. Ich denke, ich filme nicht die Autos, wie sie Kasenkaffee verlassen, weil ich da nicht denke, dass sie viel Action machen werden. War wie gesagt ganz nett, also es ist immer schön, Autos auf einem Fleck zu haben. Aber Hypercar-mäßig ist jetzt nichts gekommen, also den F40 haben wir ohnehin gesehen. Und ja, der Königsegg hat gar nicht dazugehört. Und es ist jetzt nicht so, dass da irgendwer seinen Zonda oder so rausgeholt hätte für das Event.
Ich meine, vielleicht sind die Besitzer auch gerade nicht in der Stadt, keine Ahnung, kann ja auch sein. Wie auch immer, das war's von Kasen Kaffee. Sowas finde ich persönlich ja auch sehr, sehr, sehr geil. Also dazu ein 240Z bis 280Z. Da vorne war ein Originaler, den habe ich nicht mehr erwischt. Dahinter einer mit etwas verbreiterten Radhäusern. Auf jeden Fall auch ein mega geiles Auto. Habe ich eigentlich nicht in Monaco erwartet, aber finde ich auch super. Ja, ich habe mal wieder gefilmt, wie ein paar Polizisten ein Auto rausgezogen haben. Diesmal ein Mädel in einem 812 Superfast. Und ja, der hat mich gleich zu sich gerufen und meinte, ja, wenn du mich filmst oder ein Video mit mir hochlädst, dann kommst du ins Gefängnis, also du begleitest mich gleich ins Gefängnis und bleib da, also totaler einfach die Art, wie man redet. Und dann sagt man, ja, ja, okay, kein Problem, ich lösche es. Und anstatt, dass sie sagen, okay, gut, danke, tschüss, sagen sie gleich, ja, schleich dich und jetzt geh weiter und verzieh dich. So macht man das nicht. Naja, Ersatzprogramm, statt beschlagnahmte Autos filmen oder kontrollierte Personen, machen wir jetzt ein bisschen Yachtspotting. Ja, finde ich persönlich ja super geil. Actionmäßig ist gerade ohnehin nicht so viel los und das finde ich auch gut, weil war ja die ganze Woche. Stattdessen ein paar Yachten. Hier, da hinten, die sind ja mega, die beiden. Dort drüben drei überfette und weiter hinten normale Yachten. Also normal für Monaco. Also so eine Yacht wie die hier zum Beispiel, ja, die kostet ja auch schon mal 10 Millionen. Die gibt es im einstelligen Millionenbereich ungefähr. Wobei die da hinten könnte auch wiederum teuer sein. Kenne mich leider nicht so gut aus. Also es gibt wirklich Leute, die kennen sich super aus mit Yachten. Also ein paar Yachten kenne ich aus den letzten Jahren. Die sind wirklich hier immer. Also immer, wenn man im April kommt, stehen die da. Zum Beispiel die Zeus, die habe ich mir gemerkt. Die ist auch geil. Ja. Da hinten, das ist keine Yacht. Das ist ein Kreuzfahrtschiff. Ansonsten... mal wieder schönes Wetter und mal wieder nervige Polizisten. Ich chill jetzt eigentlich beim Starbucks in Monaco, weil der Starbucks eine mega geile Aussicht hat. Da drüben ist eine Yacht, aber anscheinend geht es im Tunnel wieder ab. Also muss ich leider wieder gleich runtergehen. Leider kriegt man die Farbe nicht gut auf die Kamera drauf, aber das ist der wahrscheinlich schönste 27S. Das ist nämlich eine Art Babyblau, die ins Türkise rübergeht. Und ja, also ich habe hier in Monaco mehr 27S, als ich gedacht habe, gesehen, zwischen 10 und 15. Aber der hier ist der einzige in dieser geilen Farbe. Jetzt halten die tatsächlich einen Enzo-Fahrer auf, der nichts gemacht hat. Vorhin haben wir noch einen 509 GTO verpasst, weil wir stattdessen eine Qualle gespottet haben. Ja, und das waren wieder die Polizisten, die gemeint haben, dass man Ärger kriegt, wenn man sie filmt. Deswegen gehen wir jetzt weg. Ja, wir haben immerhin wieder einen Enzo gesehen. Dennoch total lächerlich, also komplett random wieder. Weil hätte der Enzo was gemacht, wir hätten das gehört. Wir haben zwar überhaupt nicht gespottet gerade, aber das hätten wir gehört. Ja, das ist immerhin ein Rennauto mit 12 Zylindern.
Wie auch immer, Ente gesehen, Qualle gesehen. So, da vorne soll ein TDF stehen und auf dem Weg dorthin gibt es wieder ein bisschen Yachtspotting. Hier hatten wir die Pina, die One of Seven, die sieht aber wirklich sehr geil aus. Dann hier Dings Dynamic Jetsetter Douglas. So, dann haben wir ein Stück bis zur nächsten. Da drüben auch welche, die habe ich euch aber glaube ich heute schon mal gezeigt. Die African Queen, die kenne ich aber auch schon aus vorherigen Jahren. Dann wieder so eine über drüber Special Dingsbums Raketenabwehrsystem, Abwehrgerät, 100 Millionen. Nein, ernsthaft, keine Ahnung. Also die sieht auf jeden Fall wieder sehr, sehr teuer aus. Die Silver Wave, die Elisabeth Valletta, die 8, auch ein geiler Name. Und ein TDF. So, sowas seht ihr auch nicht alle Tage, und zwar eine Segeljacht, wenn man das so nennen kann. Ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist. Das Ganze dann noch in mattschwarz. Ich glaube, das ist, ja, das gehört sicher zu den höchsten Segelschiffen, die es so gibt. Da fährt auch eine, wobei das keine Yacht ist, sondern eher so ein riesen Motorboot. Und die Lady Mura dort hinten, die wollte ich euch ja schon immer mal etwas aus der Nähe zeigen. Also, das ist schon langsam unmenschlich. Jeder soll machen, was er will mit seinem Geld, aber boah, also die Lady Mura, das ist schon krank. Das ist ja das 5- bis 7-fache von einer anderen Riesenjacht.